Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Für die Wii U for Glory. Heute mit Mega Man, fucking Mega Man am Start. Jo. Kann ich auch überhaupt nicht spielen, aber noch so ein Retro-Charakter. Letztes Mal hatten wir schon Pac-Man. Den ich auch nicht spielen konnte. Ja, jetzt sieht jeder, wie schlecht ich bin. Ja, mit diesen paar Chars bin ich wirklich schlecht. Ah, oh mein Gott. Das kann wirklich eine Tortur werden. Vielleicht ist das sogar noch schlechter als mein Pac-Man, ich bin mir nicht sicher. Auf dem gleichen Level. Wenn wir hier 4 Wins kriegen, bin ich schon zufrieden, sagen wir es mal so. Hälfte traue ich mir zu. 4 Wins. Kann man kriegen. Ich weiß halt, was man mit Mega Man machen kann, aber ich kann es halt überhaupt nicht umsetzen. Das ist sehr schwer zu spielen. Die Up-Air richtig zu canceln, bevor man landet, ist schwer. Metal Blade Kombos kann ich überhaupt nicht. Es gibt halt diese Footstool-Setups. Aber, ne. Als ob ich das kann, wenn man Mega Man nie spielt. Bleibt mal auf dem Teppich. Bleibt mal realistisch. Der Downhill ist halt wie der von Cloud, nur mit mehr Lag. Hat man gerade gesehen. Dash Tag ist auch nicht so gut. Hat voll viel Ending-Lag. Nur zum Landing-Punishen. Der einzige Move, der überhaupt keinen Sinn hat, ist meiner Meinung nach der Down-Smash. Was richtig cool ist, ist auf jeden Fall hier der Jab. Das sind die legendären Lamps. Da kann man den Gegner richtig nerven und auf Distanz halten und in Schild zwingen. Das einen Grab-Setups ermöglicht. Nicht gedacht, dass er da noch rankommt. Respekt. Können seinen Speed-Monado auch so ein bisschen damit stoppen. Immer die Geschwindigkeit mit den Lemmens rausnehmen, ist ganz geil. Metal Blade natürlich. Sehr schwer zu engeln. Kannst du wirklich in jeden einzelnen Winkel, den man sich vorstellen kann, engeln. Oh Mann, ey. Tot? Jo. Unverdienter erster Stock für mich. Gott. Ich sollte jetzt campen, solange wie er das hat. Ja. Hat's nicht mehr, ne? Ja. Das checkt er nicht, dass ich gerne das mache, ne? Lässt er sich jetzt immer von treffen. Ah, die Back-Air ist halt ridiculous. Die killt früh und ja, es ist verdammt gut zum Kombon in der Luft. Und sehr wenig Lag, beziehungsweise fast gar kein Lag. Das IP ist halt so eine Klebebombe, ganz cool, aber die kann halt auch abgegeben werden. Zurück zur Absender nach dem Motto. Also die kann wieder an Mega Man zurückgesendet werden, wenn man Mega Man berührt. So ein bisschen nervig. Was war das denn für Air Slash? Muss ich nicht ganz verstehen, oder? Na, ich habe wieder gewartet, bis der Müll weg ist. Das ist jetzt egal. Kriegt zwar mehr Damage, aber die Moves verursachen weniger Knockback. Das heißt, er kann mich noch schlechter killen. Bam! Der Up-Tilt. Wenn ich den Speed spotte, ist er weg. Ah, ich dachte, er droppt das Schild. Leider nicht. Leider nicht, Freunde. Jetzt will er schon wieder hier mich rausjagen. Ja, hat er auch geschafft. Good for you. Ja, kriegen wir. Der ist fast für mich aus gewesen. Bäm! Die Downer ist so geil zum Gimpen, seriously. Das ist einfach ein Projektil, was spiked. Das ist wirklich gut. Also die Downer offstage zu benutzen, ist wirklich fantastisch. Verschleuert Mega Man so seinen Arm ab. So. Mega cool. Mega Man, fucking Mega Man. Aber ich glaube, er hat gewonnen, dass er ihn hier sieht bei den Low-Prozenten. Na, geben wir noch eine Chance. Das ist Rush Koi. Beziehungsweise soll an Rush Koi angelehnt sein. Rush Koi ist der Hund, wenn ich ab I drücke, der einen rettet. Rush Koi Man. Naja, bleibt bei Schulk, alles klar. Leckt leider ein bisschen. Leaf Shield. Leaf Shield kann einen manchmal einen Grab ermöglichen. Ist leider nicht so lange draußen. Nervig ist. Oh, das war der Back. Boah, es laggt aber richtig heftig. Ist aber unspielbar eigentlich. Gerade mit Mega Man, muss ziemlich präzise sein. Laggy Mega Man ist scheiße. Haben wir einen gesniped?
Ja. Der Leaf Shield, der mir wieder einen Grab ermöglicht. Leaf Shield ist schon ganz cool. Hier benutze ich es vor allen Dingen ganz gerne mal. Kann jetzt ein bisschen stören, aber er hat halt gewartet. Er kennt sich aus mit dem Leaf Shield. Wahrscheinlich selber Mega Man Spieler und benutzt es immer. Spaß. Hätte ich abtilten können, aber ich glaube nicht, dass es schon gekillt hätte. Erst jetzt. Jetzt genug Prozente. Jetzt wird es auf jeden Fall killen. Deswegen machen wir es mal. Ja gut, da war auch ein kleiner Lag dabei. Aber er hat auch gegrabt. Daneben gegrabt. Und in der Situation habe ich mich hinter ihn gerollt und geabtilt. Ich denke schon, dass es auch ohne Lags geklappt hätte. Weiß man natürlich nicht. Jetzt haben wir ihn ganz gut. Ja, ich habe es eigentlich geread, dass er rollt, aber hat ein bisschen gezögert. Wahrscheinlich wegen dem Lag. Keine Ahnung. Ja, schade. Er konnte sofort graben. Respekt. Wir müssen auf der F-Tilt aufpassen, der killt verdammt früh. Schon mal erfahren müssen. Anderen Part. Schade. Ja, der Down-Smash ist wieder der schlechteste Move von Mega Man. Einfach nur unfassbar viel Lag. Und der F-Smash oder so killt auch. Genauso früh. Na, nicht ganz so früh. Der killt schon früher, der Down Smash, aber ist halt mega unsafe. Kann auch Uptilt oder sonst was machen. Was eben halt safer ist. Back Air. Na gut, jetzt werde ich einfach nur hier ein bisschen rumcampen. Weil warum soll ich ihn jetzt Damage machen? Wenn wir ihn eh nicht killen können mit seinem blöden Schild-Monado-Müll. Ergibt keinen Sinn. Er kann mich ja nicht mal verfolgen bei dem langsamen Tempo, was er damit an den Tag legt. Komm her, komm her. Der ist aber, der weiß aber, was er macht. Wächst ist ein Monado, intelligent. Nicht der schlechteste Schuldspieler. Backflow, ich glaube, er wollte kontern. Gut, dass ich gegrabt habe. Boah, macht er jetzt viel Damage. Durch dieses blöde Monado. Das ist ganz gut raus, dass ich immer gerne Jump Getup mache mit Mega Man. Wie kriegen wir den jetzt? So wieder? Yo, Down Air Boys, Down Air regelt. Puh, war aber intens. Aber letzten Endes habe ich doch noch gewonnen. Ja, erst Stock war gut für mich. Danach hat er ein gutes Comeback gestartet. Respekt, Hut ab. 3 Minuten 33 in der Kampf. Schöne Zahl. Ich habe extra so lange gewartet, damit wir auf 3 Minuten 33 kommen. Okay, soviel zu Xantis. Nächste Gegner. Sein Schuld war auf jeden Fall decent. Aber gegen meinen Mega Man hat er keine Chance gehabt. Okay. Alles klar, okay. Das ist Leaf Shield Palette natürlich aus Mega Man 2. Okay, Lukas, alles klar. Könnte nervig werden. Schon mal gesagt, dass mich die sehr triggert. Ja, das ist einfach lächerlich. Also, die haben sie zu stark gemacht. Den Move. Ihr müsst wissen, der Grab von Lukas, der wurde mal verstärkt. Und seitdem ist es einfach so mega lang. Es ist einfach übertrieben. Ja, weiß ich noch nicht. Da muss ich mal drauf klarkommen. Ich weiß nicht, ob die Lemons gut sind. Er outranged mich ja. Aber die Lemons bringen nicht so viel gegen ihn, oder? Kann mich täuschen. Ja, das bringt dir nichts. Lol, doch, der heilt sich damit. Die Explosion kann er damit abfangen. Wie dumm.
reicht leider noch nicht. War aber cool. Schön anzusehen. Ja, leider nur der Sour Spot. Down Throw Up Air Bullshit wieder mal. Der auch. Der Lukas. Der Luckass. Gott, jetzt hat er mir die Bombe zurückgegeben. Deswegen hasse ich die Klebebombe irgendwie. Bin da kein Fan von. Ich mag das Leaf Shield sogar mehr. Das heißt schon was. Ne, das Leaf Shield ist ja nicht nutzlos. Hat ja schon seinen Nutzen manchmal. Ach, come on. Haben wir einen? Yo! Ich glaube, er ist gejumpt, weil wenn man jumpt und in diesem Wirbelwind ist, dann ist man weg. Ja, ich wollte eigentlich das Metal Blade so schräg engeln, aber ist Side B rausgekommen. Ja, ich habe leider keinen Jump mehr. Oh, er hat mich gerettet. Lul, er hat mich gerettet. Danke, Bro. Ich hab keinen Jump. Mhm. Ah, er jumpt schon wieder. Ich dachte, jetzt macht er Normal Getup. Mit den Lemmens ein bisschen nervt. Ah, come on. Das ist so brain dead. Es covert einfach alles. Hast du sowas, wo man nicht nachdenken muss. Kein Risk dabei ist. Gott, wegen den Lag hat er Backthrow gemacht. Seine Dash-Tech besiegt meine, alles klar. Hast du was? Mann, Mega Man. Machst du in die richtige Richtung? Lukas, ich glaube, was verlieren wir. Und diesmal hat er nicht die Heilung benutzt, die Down B. Das Schild. Oh Mann, ich hab doch gejabbt. Lemmens kam nicht raus. Aha, was machst du jetzt? Ja, einfach eher dodgen, das geht nicht auch. Oh mein Gott. Also ich zeige, wie viel ich schlechter als Leaf Shield. Vielleicht nutze ich es auch nicht richtig, aber trotzdem, ich weiß nicht. Oh Mann, Black. Als ob ich das nicht Power Shielden würde. Ah, weil Lukas so klein ist. Aber die Abwehr besiegt wieder den Lukas, den kleinen Jungen. Boah, nur spannende Spiele heute. What the fuck? Ja, vielleicht jumpt der aber auch immer. Wenn man jumpt, dann kannst du schon bei 60 sterben. Wenn du direkt jumpst und in dieser Abwehr bist. Das Beste ist nichts zu machen. Schnell nach rechts smashen oder nach links, je nachdem, wo man hin möchte. Okay, nächstes Game. Normal gegen Lukas. Vielleicht gewinnt er. Hat gute Chancen. Jetzt, das ist die Metal Blade Palette aus Mega Man 2 ebenso. Viele Anspielungen an Mega Man 2 von den Kostümen. Jetzt kommt Flacco, alles klar. Falco. Laser, natürlich Laser am Anfang. Wir sind im Fall Glory. Das erwarte ich. Naja, hätte ich graben können, aber ich war mir nicht sicher. Das war weird. Wieso war der hinter mir? Ach, willst du mir jetzt die ganze Zeit nur abhauen, weil du das Metal Blade hast? Das gewinnt ja nicht das Spiel, mein Freund. Das gewinnt's nicht. Ach, Digga,
Mein Mega Man ist schon ein bisschen besser als mein Pac-Man, aber halt auch nicht gut. Na, ihr merkt das mittlerweile. Mittlerweile müsst ihr ja schon festgestellt haben. Was? Oh Gott, der hat ja gar keinen Lag gehabt, der Down Smash. Ich benutze es ganz gerne als Landing Mix-Up, auch das Leaf Shield. Vor oben so. Hier in der Situation zum Beispiel. Hat ihn unterbrochen, aber ich habe leider den Grab verkackt. Oh Gott, die zerstört mein Metal Blade, die fair und hittet mich. Das ist nicht fair. Die fair. Oh, da hat er zu viel Respekt gehabt vor dem Leaf Shield. You making me illegal. Wow, ernsthaft? Oh mein Gott. Warum macht er in der Situation so einen Smash-Angriff? Naja, whatever. Ich glaube, der hat er sich erst weil er Angst vor der Down-Air hat, aber ich wollte nur recovern. Ich wollte nur ein Match, ich wollte ja gar nichts tun. Das Kind ist übrigens ziemlich sexy. Das sieht so nostalgisch aus. Mit den Tönen, mit dem Braun und mit dem Gold. So auf alt getrimmt, keine Ahnung. Gefällt mir. Okay, da habe ich schon meine obligatorischen 4 Wins. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Jetzt kann ich immer verlieren. Ne? Okay, dann verlieren wir mal. 1 gegen 1. Mega Man. Der ist er. Air-Shooter-Palette ist das. Auch aus. Nee, ist aus Mega. Doch, ist auch aus Mega Man 2. Ja. Mega Man 2. Ich sag ja sehr viel aus Mega Man 2. Mhm. Mario, oh leck, schön. Good for you. Werde ich nicht gewinnen. Ja. Was kann man machen? Wenn er dann schielen würde, könnte ich wieder einen Grab bekommen, aber hat er halt nicht. Oh, er kann Perfect Pivots. Good for you. Ich kann Lamp spammen. Ne, kein Upsmash. Hab nicht die Air-Dodge wie so ein Noob. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich dies nicht bin. Mario ist auch ziemlich tricky mit Mega Man. Und... Ah, der Feuerball war so gut gemacht von ihm. Ach, come on. Diese random Footstools. Man hat voll gesehen, dass der nicht geplant war. Oh, Autokombos mit Mario. Klasse. Ist aber schön geübt. Oh, es ist so unspielbar. Junge, besorg dir mal vernünftiges Internet, du Lappen. Schwanzlutscher, Alter. Ich hasse das. Wie soll man denn hier vernünftig spielen? Diesen Lags. Jetzt kommt bestimmt wieder Feuerball von oben. Hat er eben auch gemacht. War erfolgreich damit. Also wieder das Wiederholen. Ticken die meisten Spieler. Nö, er bringt sich um. Okay. Ja, schön, dass du Perfect Pivot kannst. Kann ich auch. Aber nicht bei diesen Lags, glaube ich. Ja. Ich konnte nichts machen, es hat nur geleckt. Alter! Kannst du mal dir vernünftiges Internet holen, du alte Schwanzlutscher? Geh mal wieder ein paar Schwänze lutschen, vielleicht geben sie ihr Geld dafür, du Lappen, Alter. Wo lebst du eigentlich? Hinterm Mond oder was mit dem Internet? Spiel alleine weiter, ey. Sei mies auch schon so, ich hab keine Augen. Zu viel Schwänz gelutscht. Ernsthaft. Was ein Lappen, ey. Ich hoffe, er stirbt im Real Life, Alter, mit diesem Internet. So schlechtes Internet in 2017. Lul. Ernsthaft. Traurig, aber wahr. Okay, nächster Mega Man. Limettenman nenne ich den mal gerne. Slash Claw aus Mega Man 7. Slash Claw. Hm, Sheik. Nice. Los.
Hä? Wie konnte der mich denn grabben? Ich hab das Leaf Shield aktiviert. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ah, das Matchup ist auch grauenvoll. Ein schlechtes Matchup nach dem anderen. Ja, als ob. Wer fällt denn da noch drauf rein in 2017? Jetzt müsst ihr den Deal beenden. Ne, noch nicht. Krass. Gut, die Eid. Ah, Backthrow Fair wäre eklig. Deswegen müssen wir uns mittig aufhalten. So mal die besseren Chancen. Oh, nice Recovery. Sheik hat ungefähr die beste Recovery im gesamten Spiel oder einen der besten. Und manche Leute schaffen es nicht mal, sich damit zu recovern. Interessant. Sehr schön. Aber ich verliere gegen diese Leute. Nee, doch nicht. Mega Man ist so heavy, Mann. Heavy! Heavy Metal! Im Wasser ist was, ist wirklich Heavy Metal. Schweres Metall. Deswegen ist er nicht gestorben. Oh Mann, so viel Lag nach dem Move. Konntest du nicht mal Spot dodgen danach. Da fallen immer viele drauf rein, das ist interessant. Ich finde die Option gar nicht mal so gut. Aber nach der Up-Air hast du schon Lag. Ist gerade wenig. Ah, ich habe aber mein Metal Blade. Mein Schatz. Mein Schatz! Ah, nice. Nice Kill Power. Dein Charakter. Ja, schöne Kill-Throws. I like it. Weiß nicht, wie du mich killen willst, aber viel Spaß dabei. Oh, das war sexy. Das war gut gemacht. Reicht aber leider nicht. Muss schon mal dich mal was trauen offstage. Nee, 230%. Und ich fange gerade erst an. Ein Bouncing Fish. Dieser Spieler traut sich ja gar nichts. Ich meine, ich traue mich jetzt auch nichts mehr, aber ich habe wenigstens einen Grund dazu. Na, Up-Tilt killt, glaube ich, gleich. Ah, ich will jetzt aber keinen risky Up-Tilt raushauen. Ich will nur bis 300% will ich noch kommen. Oh, bei... Wie viel bin ich gestorben? 240? Respekt. Respekt. Nicht wirklich, aber Respekt. Ich dachte, er rollt. Bloß kein Offstage Leaf Shield, ey. Das wäre jetzt ärgerlich. Das Offstage aktiviert es mal instant weg. Das kannst du nicht einfach wieder loswerden. Dann kannst du auch nicht Abi benutzen oder nix. Das wäre richtig kacke. Und da ist es passiert, was? Ja. Nicht. Und da ist die Leitbombe. Okay. Puh, langweiliges Matchup. Ich will einen anderen Gegner. Oh Gott, ey. Das muss nicht sein. Na, ja, Sheik ist wirklich eins der schlechtesten Matchups zu Mega Man. Aber wenn du erst den Kill kriegst, hast du ganz gute Chance. Aber es ist so eklig. Es ist so eklig. Ich geh raus. Und einen anderen Gegner. Aber ich hab's gewonnen, ne? Mich schießt weg, ja, euer Freund. Wirklich. Orange Mega Man. Flame Blast Man. Flame Man. Das kann auch mal ein Down Throw Reverse Back Air. Auch sehr empfehlenswert, auch zum Killen. Glurak! Juhu!
Oh. Straight it. Hat er einfach mal Metal Blade weggemacht. Unfair. Weißt du, in die falsche Richtung geengelt habe. Herzlichen Glückwunsch. Alter, Mega Man, würdest du mal grabben? Weil es ist wieder hier ein kleiner Delay. Wahrscheinlich schon. Sonst hätte er ja gegrabbt. Ich hab's ja geinputtet. Upsmash ist übrigens auch ganz gut. Killt nicht so früh, aber ist halt ziemlich lagless und die Gegner werden da gut reingezogen. Das ist schon nicht schlecht, der Upsmash. Dammit. Da hätte er mich backairen können. Ich weiß nicht, ob ich gestorben wäre. Nee, bei 85 nicht. Wie gesagt, ist Heavy Metal. Der stirbt nicht früh, der Mega Man. Schade. Aber klar, dass er sich davon nicht treffen lässt. Aber hiervon. Reicht aber nicht. Skrurak. Aber das. War aber mega risky, hätte er mich getroffen, wäre ich, glaube ich, weg gewesen. Alter, ich hasse das. Wenn das Metal Blade vor einem liegt, nimmt er es auf, anstatt einen Move zu machen. Das ist so dumm. Gott, Leaf Shield sackt gegen Glurak. Ist klar, ne? Verbrennt hier auch die Pflanze. Aha. Ach komm, okay, okay, okay. Sei froh, dass ich den hier auscampe. Das könnte ich nämlich. Kann sie easy auscampen mit Mega Man. Komm, er kann sogar das Metal Blade wegmachen mit seinen Flammen. Das ist schon ziemlich lächerlich. Was? Bowser Grab Range? Come on. Das war echt traurig. War es das? Nein, leider nicht. Aha. War zwar hinter dir, aber scheinbar egal. Hä? Wie konnte ich den da grabben? Na, I take it. Bam! Reicht aber nicht. ZP? Jo. Geil, der hat F-Smash nicht aufgeladen, aber er ist halt zurückgerollt und deswegen konnte ich ihn noch catchen. Oh mein Gott. Das war einfach nur dumm. Der hätte ich heftiger vernichten können. Er war nicht so gut. Whatever. Machen wir noch. Versuch ich's nochmal jetzt. Letztes Game vorher, ist der letzte Mega Man Skin. Alec Man ist das, natürlich. Natürlich ist es Alec Man. Thunder Beam Palette. Okay. Ach schade, bleibt doch mal Glurak. Das war cool. Schon wieder so ein Falco, ey. Alter, seriously? Das war sicker Stuff. Ich krieg das nicht hin. Normalerweise kannst du die Gegner grabben, aber nur gegen Defensive wahrscheinlich die sofort Shield Mash. Geht dann scheinbar doch nicht. Ne. Not like this. Ah, oh, Falco springt so. Das hab ich vergessen. Hätte ich Double Jump machen müssen, um den zu catchen. Feels bad, man. Machen wir jetzt. Na, ja, jetzt hat er nicht gejumpt. Jetzt ist er nicht gejumpt. Was
Seriously? Hier, fang. Ja, der extra Falco genommen, wegen dem Reflektor, der Wichser. Okay. Er macht jetzt immer normal Get-Up. Gut zu wissen. Oh, wie hoch der Typ springen kann. Das Problem ist, er kann ja sogar mal F-Smash reflektieren. Was ja auch als Projektil gilt. Back, er ist so stark von Mega Man. Holy crap. Hat wieder Normal Get-Up gemacht. Nächstes Mal bin ich da, Freundchen. Nächstes Mal bin ich da. Da habe ich dich. Der passt sogar nicht. Aha. Als ob das funktioniert. Ja, seht ihr? Wieder Normal Get-Up gemacht. Der macht immer Normal Get-Up. Der Lappen. Ne, diesmal nicht. Oh mein Gott, diesmal nicht. Oh, warum denn nicht? Das ist immer gemacht. Der Typ nutzt die Schwäche von Mega Man so heftig aus. Boom. Hat es mal getroffen, der unnötige Drecksmove. Der ist richtig bad, aber hat halt so viel Leck, dass ich es machen konnte. Dachte, er rollt. Alter, warum war der mit Glurak so schlecht? Falco ist ja richtig gut, Mann. Das heißt richtig gut, aber nicht schlecht. Schlechtere Falcos gesehen. Alter, seriously, wie schlecht ist ein Mega Man Scrap? War auch direkt davor. Das Matchup, Freunde. Hä? Ah, good for you. Ende. Und er tortet. Okay, ein Game Diddy Kong. Ein Game Diddy Kong. Er wollte sich anders. Okay. Bonus Game. Er hat extra nur konterpickt. Und jetzt konterpicke ich. Ich bin 3 Level über ihn als Spieler. Und er meinte mich hier zu torten. Okay. Okay. Bleib bitte drin, du Lappenkopf. Ja, Mann, jetzt wird er gefickt. Gefickt wird er jetzt. So, jetzt zeige ich euch auch mal, dass ich doch nicht so schlecht bin. Vielleicht ganz gut in diesem Mega Man Part. Oh, na, ja. Ist scheißegal, wer jetzt kommt. Ist auf jeden Fall jetzt tot. Keine Chance mehr. Ja. Die 8% sind dir vergönnt, mein Freund. Okay. Marv musst du halt sehr defensiv bleiben mit Diddy. Deswegen spiele ich so komisch. Schau richtig so, ist alles so geplant. Oh mein Gott, wegen dieser am Boden Liga-Animation konnte ich ihn nicht treffen. Na, wer ist jetzt der König, hä? Jetzt wird dir das Lachen vergehen, hä? Eben die ganze Zeit am Taunten. Ja, die Trades nehme ich gerne. Edge Cancels IP. Ah, wer ist jetzt der Tornkönig? Ja, das wäre kein Tipper gewesen. Selbst Tipper hätte mich, glaube ich, in der Situation nicht gekillt. Oh! Na, taunten wir mal. Wow. Da gut, der Views, dass ich keinen Jump mehr habe. Schön für ihn. Mann. Smash ist so schnell. Normalerweise können die nicht sofort smashen. Deswegen hab ich ja Downtilt gespammt, aber sein Smash war schneller als mein Downtilt.
Jetzt Batman. Ich dachte, er approached. Ja, ich darf halt keine Fair spammen. Ich hab's jetzt mal versucht. Aber ne, er braucht nur sein blödes Schwert dagegen halten und schon kriege ich die Hits und er nicht. Mal gucken, ob er sich baiten lässt. Naja, jetzt ist auch so Luft-Approach. Wahrscheinlich hätte er sich baiten lassen. Können wir mal rausfinden. Ja, er lässt sich nicht baiten. Er bleibt einfach nur da stehen und wartet auf meine Moves. Obwohl er eigentlich approachen müsste in der Situation. Ziemlich interessant. Oh, wer wird denn da zerstört? Der Tornkönig vor ihm? Der Falco, der nur getaunt hat. Sag's dir, mein Freund. Ich bin tausendmal besser als du. Ja! Danke für die Banane, für den Kill Confirm. Da zieht Diddy Kong seinen Hut. Für diese schlechte Leistung. Ist mir nicht mal ein Stock gezogen. Ja, und ebenso groß Fresse. Wollte ich nur mal gezeigt haben. So, Freunde, das war Mega Man. Beendet mit Diddy Kong. Interessant, ich weiß. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Sonic. Da werde ich auch wieder skillen. Definitiv. Sonic ist mein zweitbester Charakter. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, falls ihr feiert. Falls nicht, könnt ihr mich gerne fokussieren. Sonst bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Und danke fürs Anschauen.